Vater Grad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heute einmal willkommen zu unserem Podcast. Der Valentinstag steht vor der Tür und inmitten dieses Corona-Winters können wir alle ein bisschen Leichtigkeit vertragen. Drum reden wir heute über die Liebe. Mein Name ist Ines und ich sitze gerade in St. Gallen, ganz in der Nähe des Roten Platzes. Neben mir der Matthias Koller-Villiger von der Fachstelle Partnerschaft Ehe Familie des Bistums St. Gallen. Hallo Matthias. Hallo Ines. Hast du schon mal Online-Dating ausprobiert? Nein, nicht ausprobiert. Ich habe mich zu einer Zeit verliebt, was da noch gar nicht geht. Und ich bin jetzt mit der Frau, mit der Partnerin zusammen und mit Otsmann. Im 88 letzte Jahr auf die Musik verliebt. Also schon ganz schön lange bist du in einer Partnerschaft. Ja, kann man sagen. Ihr seid verheiratet, habt drei Kinder, gell? Wie alt sind die eigentlich? Also die haben zwei Töchter und Sohn. Die sind 22, 21 und 19. Und alle erwachsen zwischenzeit, ja. Wir werden heute vor allem darüber reden, was man tun kann, wann man sie mal gefunden hat, damit die Liebe auch lebendig bleibt. Auf unserer Instagram-Seite fadegrad-podcast haben wir die Woche darüber gesprochen, wie es gerade so ist, in Zeiten von Corona jemanden kennenzulernen, wie Online-Dating jetzt gerade klappt, mit welchen Schwierigkeiten man da, vor denen man da steht. Heute eben im Podcast soll es mehr darum gehen, wann man sie dann mal gefunden hat, wie bleibt dann die Liebe lebendig. Matthias, du hast die Beschäftigung mit Partnerschaft, Ehe und Familie zu deinem Beruf gemacht. Warum eigentlich? Ich habe das Glück, dass ich in einer Partnerschaft lebe. Ich habe das Glück, dass wir Eltern werden können, so, wie wir uns auch gewünscht haben. Und das ist etwas vom Erfüllendsten, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, kann ich die Wege leiten. So. Jetzt müssen wir die Strahlen sehen. Stellt euch einen strahlenden Matthias vor. Das ist wirklich, ja, es ist vieles machbar so und es ist vieles auch Glück, wenn Partnerschaft klingt, wenn Elternschaft immer wieder auch klingt mit allen Herausforderungen, die damit auch verbunden sind. Es ist nicht immer nur Strahlen drin, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ich habe auch einen zum Beruf gemacht vor 12 Jahren, als ich auf der Fachstelle angefangen habe. Ich arbeite hier als Theologe. Nach dem Theologiestudium, nach der Pfarreiseelsorge, verschiedene Tätigkeiten. Und so das Thema da ist ja Beziehungsfähigkeit. Wie kann man da pflegen, wie kann man da unterstützen, wie kann man da fördern. Nicht, wo man auch daheim privat dient, als Partner, als Vater, als Sohn oder ehemaliger Sohn. Meine Eltern sind gestorben zwischenzeit oder als Brüder. Götti, Freundeskreis, Beziehungsfähigkeit pflegen. Das ist nicht etwas, was ich hier auf der Fachstelle kann, vertieft anschauen, dafür auch arbeiten. Und da ist es sehr befriedigend, weil es sehr mit dem Leben zu tun hat. Und immer mit Menschen zu tun. Immer mit Menschen, genau. Da bin ich auch dort mal ins Theologiestudium, weil ich auch mit Menschen arbeiten wollte. Wo du dann deine Frau kennengelernt hast. Genau, wir haben uns im Freiburg im Studium im gleichen Jahrgang gesehen. Und ja, das ist eine schöne Fügung. Ich frage jetzt nicht nach, wie sehr ich dann auf das Studium konzentriert habe. Das wäre ein anderes Thema. Nicht genug Zeit gehabt, wie anders auch. Was macht ihr genau auf dieser Fachstelle? Also wofür seid ihr da? Also wir sind da zu zweit auf dieser Fachstelle. Madeleine Winterhalter und ich, sie ist auch Theologin. Dann haben wir noch Sekretariat, 20% Christine Huber, die uns entlastet auf dieser Ebene. Ein Schwerpunkt bei uns ist die Erwachsenenbildung, dass man uns kann holen für Referat, für Seminar zum Thema Partnerschaft miteinander als Paar gut durchs Leben zu kommen. Eine Hochzeitsvorbereitung macht sie, gell? Ehevorbereitung, genau. Also wir bieten Impulstag für Hochzeitspaare, für Paare, die man kirchlich heiratet oder kirchlich Segensfeier anstrebt. Das Thema, Thematik Trennung, Scheidung, Verarbeitung von dem, auch im Bereich von Partnerschaft, Möglichkeit, die kann ich treffen, kann man da gut verarbeiten, um gut weiterzukommen. Wie kann man gut Eltern sein, bezüglich Pflege als Eltern. Wenn man sich so viel mit Partnerschaft beschäftigt, hat man dann einen großen Druck, dass das bei der eigenen genauso richtig gut funktionieren muss? Ich mache mir den Druck zum Glück selber nicht so. Im Gegenteil, ich profitiere von dieser Arbeit hier, weil ich da immer wieder die Erfahrung mache, ich kann wirklich viel machen, damit man gut in Kontakt kann bleiben kann. Etwas, was ich dann auch daheim wieder ausprobieren kann, immer wieder darauf auch achten. Und handkehrum hilft es mir auch, selber Vater zu sein oder Partner zu sein, dass ich auf dem Boden bleibe, dass ich weiss, man kann zwar viel machen, es braucht aber auch immer wieder Glück.
behält mich sehr auf dem Boden. Also es inspiriert sich gegenseitig. Ich kann auch Praxisbeispiele von mir erzählen, wenn ich bei Referat oder bei Seminar, und da kommt immer gut an. Vor den Praxisbeispielen werden wir vielleicht das eine oder andere noch hören jetzt im Podcast. Okay. Als ich ein kleines Kind war und sehr geprägt von Disney-Filmen mit Happy Ends, da dachte ich, das Leben ist einfach, sobald man sich mehr gefunden hat, ist alles gut. Und die wirkliche Arbeit beginnt ja erst dann eigentlich, habe ich dann später gecheckt, dass die Liebe lebendig bleibt, ist trotzdem nicht nur dem Zufall überlassen. In einem deiner Referate oder bei der Ehevorbereitung, da hast du so 7 Tipps, die dabei helfen können, dass die Liebe auch lebendig bleibt. Genau, wir haben jetzt die Tipps nicht selber erfunden. Es ist damit aus einem Buch von John Gottman, ein amerikanischer Psychologe, der schon lange in der Partnerschaftsforschung aktiv ist, der untersucht hat, wie klingt das Paar oder auch wann hängt es, dass das Paar gut miteinander könnt im Alltag auch bestehen und eine lebendige Partnerschaft könnt leben. Wie geht der erste dieser Tipps? Also der erste ist, er schafft mit dem Symbol von der Landkarte. So, wenn man sich verliebt, dann ist man auch sehr interessiert, von wo kommt mein Schatz, in welchem Land ist er aufgewachsen. Also Land symbolisch gemeint, sein Freundeskreis, seine Familie, seine Herkunftsfamilie kennenlernen. Aber man ist wirklich auch, dass man sein Land will kennenlernen. Ja, ist ja das auch so. Ja, stimmt. Österreich oder Schweiz. So hat es die Österreicherin in die Schweiz verschlagen. Schön. Und da können wir wirklich jemand mal Länder zusammen. Und am Anfang ist es selbstverständlich, dass man sich füreinander interessiert. Und ich sage dann bei dem Geburtstag für Hochzeitspaar, wenn ihr nicht von dem Interesse, von dem selbstverständlichen Interesse, reinbringt auch in den Alltag hinein. Also im Alltag hinein später, wenn man vielleicht 10, 20 Jahre zusammen ist oder 5 Jahre, sich weiterhin füreinander interessieren, was hast du für einen Tag gehabt, im Alltag innen, oder was sind noch deine Träume, wie verändert sich auch das? Das ist ein wichtiger Punkt, miteinander, um miteinander gut in Kontakt bleiben, Interesse. Aber irgendwann hat man doch das Gefühl, nach 30 Jahren, dass man schon wirklich alles kennt. Ist zum Glück nicht so. Der Mensch verändert sich. Es gibt ein schönes Buch oder einen schönen Buchtitel, «Ich bin nicht mehr die Frau, die du geheiratet hast». Also zum Leben gehört, dass man sich verändert, das ist eigentlich eine Konstante, die Veränderung. Von dem her braucht es immer wieder ein Update. Wie ein Handy auch immer wieder ein Update braucht, braucht auch eine Partnerschaft immer wieder ein Update, um zu schauen, wo stehst du, wie hast du dich verändert, ist etwas Neues entstanden, sind alte Wünsche weg, wo die Fenster brauchst genommen. Ja. Das heißt, der erste Tipp, Interesse zeigen am anderen und vertraut werden mit der Landkarte des anderen, sie immer wieder interessieren für das, was sie vielleicht auch verändert. Genau, vertraut bleiben. Genau. Ja. Wie lautet der zweite Tipp? Aneinander respektieren, also Respekt, so sich gegeneinander aufbringen. Und John Gottman, der die Tipps herausgeschafft hat, erzählt dann auch von den 4 apokalyptischen Reiter, also Apokalypse, wo so Endzeit von einer Partnerschaft anzeigt. Er sagt, wenn er so die 4 apokalyptischen Reiter, also Reiter, auftreten in der Partnerschaft, dann muss man aufpassen. Dann ist es kurz vorm Ende. Dann ist das die Anzeige, dass man sich wirklich muss um Partnerschaft kümmern. Und das sind die verletzende Kritik, wenn man wirklich aneinander wird verletzen. Und wenn man sich gut kennt, kennt man die Wunderpunkte voneinander. Das da kann man richtig schön reinfahren. Da kann man in die Wunde den Finger legen, genau. Wenn man aneinander mit Verachtung bestraft wird, so, wo auch verletzend natürlich ist. Wenn man sich ständig rechtfertigt wird, so, wenn man sich ständig angegriffen fühlt oder immer auch rechtfertigt wird. Oder ein vierter Reiter ist, wenn man nichts mehr von sich erzählt, wenn man anfängt zu murren. Das sind so Anzeichen, und ich nochmal auch sage, bei dem Geburtstag für 80 Paar, wenn ihr das bei euch selber realisiert oder im Freundeskreis, bei befreundeten Pärchen, dann ist es auch gut, einmal einen Freund, eine Kollegin darauf anzusprechen. Du, so wie ihr miteinander umgeht, der Ton, macht man Sorgen um euch, wie hinten sie in der Partnerschaft. Also wenn man gut vertraut ist miteinander, kann man so nicht so einmal ansprechen. Das heißt, du empfiehlst den Leuten, das anzusprechen, wenn man es bei wem anderen mitbekommt? Unbedingt, weil die Reiter zeigen ja nicht an, dass es in eine schlechte Richtung geht. Und das ist ja dann nicht einfach, sagen wir mal, Natur gegeben oder Gott gegeben, sowieso nicht. Sondern dann kann man sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen auch etwas tun für unsere Partnerschaft. Und die Paartherapeutin oder der Paarberater sagen auch,
ehrlich, wenn wirklich eigentlich mehr machen für eine Partnerschaft und nicht schnell den Wickel verwerfen. Man kann eben sie investieren und vielleicht auch die Partnerschaft auch retten. Hast du das Gefühl, dass Leute zu schnell ihre Partnerschaft wegschmeißen? Das ist ja nicht mein Gefühl, sondern das ist eine Aussage aus der Paartherapie. Das Paartherapeuten, wir machen selber keine Beratung hier auf der Fachstelle, wir sind erwachsenenbildende Stätig. Und wir haben gute Kontakte zu Leuten in der Paarberatung. Und die sagen, vielfach ein Paar zu spät in eine Paarberatung, wo es dann vielleicht nur darum geht, wie geht man gut auseinander, wenn es früher kommt und sagt, ja, wir brauchen die fachliche Unterstützung, dass dann auch mehr machbar wäre. Ich merke das bei meinen Großeltern, das ist wie kein Thema, dass sie sich trennen. Das ist ganz erstaunlich. Das ist so die Generation, die ja alles aufhebt, weil man kann sie ja irgendwie nur reparieren und man kann sie ja irgendwie nur für was brauchen. Das ist so die andere Kehrseite. Aber bei der Partnerschaft, das ist dann beide über, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ewigst verheiratet. Die einen schon 60 Jahre und die anderen kurz davor. Okay. Und ich glaube, das ist so, ja, diese Mentalität, na, das reparieren wir schon. Das ist ein wichtiger Teil, das sagt auch eine Paarforschung, also Commitment, wo sagt, ja, wir investieren, komm, wir setzen uns dafür ein, da muss doch gehen. Da hat sicher noch heutzutage Potenzial, dass man sagt, komm, es lohnt sich, weil, das sagt auch Paarforschung, dass man jemand mal zu viel aufgibt und sich dann erst bewusst wird, wenn man etwas aufgibt, wenn man in eine Trennungsscheidung geht. Ich will aber nicht sagen, dass es jemandem mal auch Sinn macht, dass man sagt, du, wir haben alles probiert. Es gibt auch wirklich ein paar, die viel investiert haben und an einem Punkt können, wo sagen, es ist besser für uns, vielleicht auch für unsere Kinder, dass man sagt, wir trennen uns auch im Guten. Ich meine, da gibt es ja auch. Und gar nicht zu sprechen von Beziehungen, in denen Gewalt passiert, ja, oder wo es ja, ja, dem eigenen Leben dient, vielleicht sie zu trennen. Ja. Ja. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Wir reden über die 7 Regeln, die ein Paar zusammenhalten in diesem Podcast. Jetzt kommen wir zur Nummer 3. Wie lautet die? Das ist ja so die Grundakzeptanz vom anderen, von der anderen, also vom Partner, von der Partnerin. Du bist grundsätzlich von mir angenommen. Das steckt auch in dieser Zusage, in guten und schlechten Tagen wird die zu dir stehen. Das ist so eine Grundsatzentscheidung, aber eine Haltung, die dann zum Ausdruck kommt, auch gerade in schwierigen Zeiten. Dass man nicht ständig Partnerschaft auch hinterfragen tut, oder das vis-à-vis hinterfragt, sondern sagt, ich mag die einfach grundsätzlich und ich habe mal auch ja gesagt zu dir und da ist mir, da will ich auch pflegen. Darum will ich auch investieren, auch wenn ich einzelne Punkte bei dir schwierig finde. Aber im Grundsatz bist du weiterhin mein Schatz. Vielleicht auch an Tagen, wo man krank ist oder ja nicht nur glücklich, ja, oder zufrieden. Genau. Das ist ja dann die Herausforderung so von verliebt im Alltag in die Realität, die, wo man auch die andere Seite vom Partner, wo vielleicht immer noch mal auf den Wecker geht, so seine Witze mal früher eine Witze lustig gefunden hat und heutzutage fand, jetzt habe ich schon Hand einmal gehört. So, das gehört auch dazu. Schwieriger Punkt. Genau. Nein, ich finde die Witze meines Freundes immer nur lustig. Meine Frau sagt immer, am Abend um 10 Uhr, dann musst du aufhören mit deinen Witzen. Sie ist keine Appenzellerin, sie ist aus einem anderen, sie ist eine Einwanderin, eine andere Kultur. Und ich kann immer wieder daran erinnern, dass ich auch nach dem 10 noch einen Witz probiere zu machen. Das gehört auch dazu. Schön. Die 4. Regel ist, dass man auch Kompromisse eingeht und Zugeständnisse macht. Was versteht man darunter? Ich habe mal ein paar gehört, die in der Tagesschau gekommen sind. Das sind auch 60 Jahre zusammen gewesen. Das haben nach dem Geheimnis gefragt von ihrer Partnerschaft. Und sie haben dann so den Punkt, Kompromisse gebracht, es ist ein Gehen und ein Nehmen. Also, dass man auch immer wieder Kompromissbereitschaft muss herbringen, und zwar gegenseitig. Man geht nicht auf, nur immer die eine Seite kompromissbereit ist und die andere beharrt auf ihrem. Dann wäre es nachgeben, oder? Genau. Oder manipulieren können. Ja, auch. Oder Pseudo und noch, ja, noch nicht. Also, immer wieder miteinander bereit sein, miteinander einen Weg auch zu finden, wo dann vielleicht nicht der ist, den ich mir vorgestellt habe, ähnlich ist wie der. So. Was war der größte Kompromiss, den du eingehen musstest bisher in der Partnerschaft? Boah. Ich fand es gerade schwer, zum das zu sagen.
Das ist ein grosses Thema gewesen. Ich wohne in der Ostschweiz oder in der Innerschweiz, so. Und für uns ist ganz wichtig, die Bereitschaft zu erklären, komm, wir schauen an beiden Orten. Also, wir klären es wirklich ab, Innerschweiz, Ostschweiz. Und schlussendlich haben wir uns für die Ostschweiz entschieden. Aber so die Kompromissbereitschaft am Anfang, das ist das Wichtigste gewesen. Also, nicht so pseudo, ja, wir schauen mal, aber ist klar, für mich wird das ab und zu in die Ostschweiz sein, sondern wirklich vom Herzen können sagen, ich bin bereit, frei zu schauen, und wenn wir miteinander checken, Innerschweiz ist besser, dann gehen wir mit in Innerschweiz. Und das ist wirklich eine Haltungsfrage, die ich daran arbeiten musste, aber die ich zum Glück hergebracht habe, meine Partnerin auch. Und das ist ganz wichtig für uns beide. Ja. Es ist lieb, dass du sagst Innerschweiz, Ostschweiz, weil bei mir und meinem Freund ist es eher Österreich oder die Schweiz. Ja. Also nicht nur regional in einem Land. Ja. Aber das kann ich... Was ist eigene Erfahrung, dass es da wichtig ist, ja, kompromissbereit zu sein? Gerade im Wohnen, wenn wir unsere Partnerschaft auch pflegen, auch vielleicht, wenn wir auch Eltern werden. Also da ist ja dann immer auch die Frage, sind wichtige Themen. Pflegen wir dann Elternschaft allenfalls? Verzichtet auf Nebens oder verzichtet beide auf Nebens? Berufliche Karriere oder so. Mhm. Ja. Was ist der fünfte Tipp, den du uns mitgebracht hast? Das ist so mein Lieblingspunkt. Also ist wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig der fünfte Tipp. So, es ist die 5-zu-1-Regel, also 5-zu-1. Das ist spannend, weil John Gottman hat mit seinem Team, sind ja Bälle untersucht, so in Laborsituationen, 24-Stunden-Beobachtung, wie gehen die Paare miteinander um. Und aus dem heraus haben sie die 7 Regeln entwickelt. Und die 5. Regel ist so, dass es für damit... Wenn die Psyche immer eine gute Balance ist, braucht es 5 Wendungen, dann mag es auch mal etwas Schwieriges leiden. Dann mag es auch mal ein Fauxpas leiden, dann mag es auch mal Unachtsamkeit leiden. So, aber es braucht dann, wenn man es eigentlich gemacht hat, gegenüber der Partnerin oder dem Partner, irgendwie unachtsam gesehen ist aneinander, aber unachtsam verletzt hat so, oder Vereinbarung nicht eingehalten hat, aus welchen Gründen auch immer, dann lange nicht ein Blumenstrauß oder eine Einladung zum Nacht, sondern dann braucht es 5 Blumenstrauß, dann braucht es 5 Einladungen. Also das heisst, es braucht deutlich, dass man investiert in Beziehungssaldo und dass man täglich, vor allem auch im Alltag, immer wieder gut tut aneinander. Am Morgen schon, du hast gut geschlafen, magst auch noch einen Kaffee, aneinander Tür aufheben, aneinander helfen, aneinander unterstützt. Da sage ich auch den Pärchen immer wieder, investiere ich da, das braucht es. Also, du erzählst ganz viele so kleine Beispiele. Also ja. Dem anderen einen Kaffee anbieten zum Beispiel, ja. Ist jetzt nicht so der große Wurf. Das ist nicht der große Wurf und da ist ja das Schöne dran. Das hat auch Paarforschung wirklich, es kommt auf die Kleinigkeit im Alltag drauf an. Es ist nicht die Einladung, was sie war, an Opernball oder auf Malediven, wo eine Partnerschaft grundsätzlich eine Tiefe gibt, sondern es sind wirklich die kleinen Sachen, die kleinen Zuwendungen. Die Aufmerksamkeiten, aneinander WhatsApp schicken, ich freue mich, hier zu sehen, aneinander nicht gerade am Verliebtheitstag, am Valentinstag einen Blumenstrauß bringen, füreinander kochen, auch abgemacht. So sind die wirklich die Kleinigkeiten, die Boden geben in der Partnerschaft hinein. Und ich finde das aber auch schön, weil das ist machbar. Mhm. Also, wenn man sich dem widmet, auf das aufmerksam ist, dann ist das etwas, wo einfach auch gut hat. Ich frage mal auch Bärli, schau mal die letzten 7 Tage zurück. Was haben die Positiven erlebt? Wenn ich da einander zu, erzähle ich da einander. Es sind wirklich, die Stimmung verändert sich im Raum hinein. Sie fangen an zu strahlen. Sowohl die, die von dem erzählen, so, und die anderen, die zulassen und sagen, ah, das hat dir gefallen. Ah, schön, dass ich mit dem dir eine Freude gemacht habe. Es ist gegenseitig etwas, wo die Herzen öffnet. Und die Liebe stärkt. Ja. Und man kann es jeden Tag wieder von neuem probieren, auch wenn es am Vortag vielleicht nicht so geklappt hat. Genau, das ja. Ist genau die kleine Sache. Schön, das war die 5-zu-1-Regel. Die 6. Regel, wie lautet denn die? Dass man ein positives Bild voneinander hat und das auch pflegt. Also dass auch, wenn man vielleicht Schwierigkeiten sind in der Partnerschaft, sich immer wieder darauf besinnt, aber wie, wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand drauf schaue, wie ist eigentlich mein Partner, meine Partnerin? Und auch das Bild pflegt von, ja, das ist mein Schatz. Also, der Mensch hat mir schon so viel Gutes zu tun, mir schon so viele gute Sachen miteinander erlebt.
Und dann ist vielleicht die Erschütterung jetzt vielleicht von gestern, irgendeine Enttäuschung so, wird dann vielleicht aber relativiert. Wenn sie nicht so riesig ist. Dass sie, also Erschütterung können natürlich auch Partnerschaft so grunderschüttern, dass sie auch ein Ende finden. So. Aber so das positive Bild voneinander pflegen. Als Theologe sage ich dann auch gerne, aneinander auch segnen, auch vielleicht auch gedanklich so aneinander auch gut zusprechen. Ich wünsche dir wirklich Gutes, auch wenn ich vielleicht im Moment mit dir rede. So. Aber ich wünsche dir, dass dir gut geht. Da gibt es auch von Augustinus einen schönen Spruch so. Lieben heisst, ich will, dass du bist. Mhm. Und ich finde da so, ich will, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir, dass es dir gut geht, dir als Mensch, als Frau, als Mann. Und das ist etwas vom Schönsten, von der schönsten Lebensbeweise. Und es ist nochmal ganz was anderes, als wie schön zu reden, was der Partner macht, was vielleicht gar nicht schön ist. Ja, ja. So eine ganz andere Ebene. Das ist eine Haltung, die dahinter steckt. Mhm. Ja. Nummer 7. Zum Schluss noch. Da mache ich Paare auch automatisch, dass sie miteinander so spezifische Rituale entwickeln, die nur das Paar kennt. Also ich frage dann, oder wir fragen, ich mache sie über den Geburtstag für 80 Paare auch mit meiner Partnerin zusammen, mehr als Ehepaar. Was macht euch aus als Paar? Was pflegen ihr miteinander im Alltag? Innen so gemeinsame Rituale. Und da könnt ihr mal ganz schöne Beispiele. Paare, die sagen, wir haben immer so eine Schatzkiste und dort tun wir Kinoticket rein, die wir miteinander im Kino gesehen haben. Oder vielleicht auch eine Quittung von einem gemeinsamen Nachtessen. Oder eine schöne Karte, die er mir geschickt hat, geschenkt hat. Oder einen Liebesbrief. So. Oder ein Stehen von einer Wanderung auf dem Berggipfel, die wir miteinander gemacht haben. Und es geht dann auch darum, dass wir so Ritual miteinander entwickeln, dass wir nicht die grossen Rituale sind. Es können auch die einfachen sind, dass man sagt, immer in der Woche schauen, dass wir miteinander kochen. So, jedes am Dienstag geht. Oder Samstagmorgen gehen wir miteinander posten und dann gehen wir noch eins zuchen. Oder wir gehen regelmäßig tanzen miteinander. So, die einfach, also im Alltag innen, gemeinsame Zeiten. Oder, Pärli hat schon erzählt, wenn er dann mit dem Auto hinkommt und sie kommt mit dem Auto, wenn beide ein Auto kann, dann googeln wir beim Herfahren zum Haus her oder zu der Garage, dann weiss ich, ah, der Schatz kommt. Das ist so, die Umgebung denke ich vielleicht immer wieder googelt immer, aber für sie ist es so ein Zeichen. Oder was wir daheim auch machen, gerade in der Winterzeit, wenn es dunkel ist, wenn ich Kerzen bei uns im Eingang und wenn ich weiss, meine Frau kommt später hin, dann zünde ich die Kerzen an, so ist es wie ein Willkommenszeichen. Und umgekehrt auch. Und das ist immer wieder auch ein schönes Zeichen von Aufmerksamkeit, von Zuwendung. Das sind so die kleinen Sachen, aber es ist auch gut, wenn man grössere Sachen hat. Also, meine Frau dient, unsere drei Kinder sind auch jung nach Berlin und die sind dann immer, wir wollen jetzt dagegen sein, die sind immer im Herbst ein 11 Tage ins Lager. Und dann haben wir angefangen, wo alle drei Mal im Lager gesehen sind, seit Jahren, dass wir miteinander 4-5 Tage uns Zeit nehmen, um irgendwo eine Reise machen. Wir schauen dann, wo ist das Wetter, so hier in Norden. So. Und da ist so bei uns im Jahreskreis eine wichtige Zeit, auch eine Paarzeit, wo wir uns Zeit füreinander nehmen. Und eine wichtige Zeit ohne Kinder. Genau, das ist ganz wichtig, gerade auch wenn man Familie wählen kann, dass man sich auch als Paar ganz gut Sorge gibt. Weil das sagt auch wieder Paarforschung. Gute Partnerschaft ist Grundlage für gute Elternschaft. Und da ist es darum auch wichtig, sich auch als Paar nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man älter wird. Das ist eine rechte Herausforderung, aber da kann man gelingen. Dann kann man sich mehr geben. Das wäre genug Stoff für einen weiteren Podcast. Ja, das stimmt. Übergang von Partnerschaft zur Familie. Die man da können und wollen. Ja. Ja. Vielen Dank für diese 7 Tipps. Fassen wir es vielleicht nochmal kurz zusammen. Also der erste, vertraut werden mit der Landkarte des Partners, der Partnerin, sie immer dafür interessieren. Der zweite, immer einander respektieren. Der dritte war, die andere akzeptieren ohne Wenn und Aber. Der vierte ist Kompromissigung, kompromissfähig sein, Zugeständnis machen. Der fünfte, die 5-zu-1-Regel, also 5 positive Erlebnisse dürfen einem negativen Erlebnis gegenüberstehen, also täglich Zuneigung zeigen und Wertschätzung. Und der sechste, positiv über den anderen denken und ihn so innerlich vielleicht auch segnen. Zum Abschluss noch die 7 Regeln, miteinander im Alltag oder im grossen Jahreskreis in ein Ritual entwickeln, wo so Zusammengehörigkeit miteinander gepflegt wird und eben auch ausmacht als Paar ein Stück weit.
Ihr habt als Fachstelle eine besondere Idee, um Paare zu unterstützen, vielleicht auch dabei ein Ritual zu finden. Und zwar heißt es 7 Wochen neue Sicht. Worum geht's denn da genau? Ja, das ist eine Initiative, die vor etwa 5 Jahren in Deutschland angefangen hat, von den deutschen Bistümern, dass sie in der Fastenzeit, also zwischen Aschermittwoch und Ostern, ein Angebot haben, wo ein Paar jede Woche einen Impuls bekommen zum Thema unterstützte Partnerschaft. Wir haben dann beschlossen, dass wir als Bistum St. Gallen dieses Jahr auch mitmachen, 2021 zum ersten Mal. Und da kann man online auf 7wochenneuesicht.de, also 7 nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl, 7wochenneuesicht.de, also von Deutschland her, sich registrieren und konnte jede, also wöchentlichen Impuls eben als Paar zum Thema 7 Wochen, also neue Sicht miteinander auch entwickeln, Lebendigkeit, Pflege, lebendig bleiben als Paar, auch über 10, 20, 30, 40 Jahre. Also wenn jetzt irgendwer noch kein Valentinstagsgeschenk hat oder sonst den Valentinstag nutzen möchte, um an der eigenen Partnerschaft zu arbeiten, dann glaube ich, kann man das empfehlen, diese 7 Wochen neue Sicht. Sehr, ja. Haben wir selber auch registriert, höchstens Paar. Ah ja. Ja, unser Mitbewohner und seine Freundin auch. Ah, schön. Bin gespannt, was sie sagen. Ist dir sonst was wichtig zu sagen? Einfach die Ermutigung, dran zu bleiben. Das ist wirklich etwas vom Wichtigsten. Paar bleiben in der Schweiz im Durchschnitt 40 Jahre zusammen, also 40 Jahre geheiratet. Das ist die Durchschnittszahl, wenn es nicht durch Trennung, Scheidung auseinandergehen. Und 40 Jahre in Kontakt miteinander bleiben, ist einerseits eine grosse Aufgabe. Andererseits ist es auch weiterhin ein Wunsch, wenn heute Pärli heiratet, sich verliebt, dass sie sagen, mit dem Menschen möchte ich wirklich alt werden, durchs Leben gehen. Und man kann vieles dafür tun, dass das klingt. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die vielen Tipps. Sehr gerne. Damit sind wir am Schluss unseres Podcasts. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie hat euch gefallen und wie findet ihr diese Tipps? Hilfreich oder völlig utopisch? Schreibt es uns doch per Mail an feedback@fadegrad-podcast.ch. Fadegrad.